Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf das neue Video von meiner Mose und zwar YouTube-Kacke Kinder-Dissen-Rapper Nummer 3. Ich habe es im zweiten Part schon gesagt, ich freue mich auf den dritten Part und ja, jetzt kam endlich raus, was ist jetzt endlich? Eigentlich ging es relativ schnell, also ich glaube, die Zeit war auf jeden Fall kürzer als von 1 auf 2 und deswegen habe ich Stefan dabei, wir starten rein. Let's go. Kannst du gut tanzen? Ja. Kannst du mir das zeigen? Ja, natürlich. Ich zeig dir mein Trick. Skrrrpau. Allein schon dieser Anfang. Skrrrpau. Jo, da würde ich als die Partei des Kindes jetzt halt einfach kurzerhand mal einfach aufstehen und den Rücken verlassen. Junge, so wild. Auch seine Iced-Out-Uhr, sein Iced-Out-Wecker, Alter. Wild. Ja, richtig und wichtig, oder? Ne? Sie sieht aus wie Nicki, sie sieht aus wie Shirin David. Lamborghini Truck, from the Risky Richard Millie White. Was? Was? Wild. So, Kinder dissen Rapper. Hallo, ich heiße Maurina. Und ich bin schwarz. Nein. Wir machen weiter. Hallo, Lucia. Hi. Skrrr. Was geht's? Skrrr. Cringe. Ja. Die Susanne Holz muss auch mit rein. Ne? Es ist so, Digga. Es war so witzig, als ich das gesehen habe. Was ist Cringe? Das war so ein geiles Video, ey. Was hast du heute so gemacht? Ich hatte gestern voll die Verstopfung und dann habe ich 8 Stunden auf der Schüssel gesessen. Und dann war ich voll müde und habe heute ein bisschen länger geschlafen. Vernünftig. Hallo. Danke für die... Oh, das ist ein sehr kleiner Stuhl. Den haben wir angesägt. Dann... Schwierig, Digga. Wollen wir mal dein Video anschauen? Okay. 2 plus 2 6. Ich bin in meinem Modus, ich scheiß in den Fokus. Freitag, Pulse, Feind, falsches Wort, ich scheiß in den Fokus. Also, weißt du was? Ich wusste bis zu der Bauchbinde gerade einfach nicht, wer das ist. Wusste ich auch nicht tatsächlich. Aber ich finde es auf jeden Fall wild, dass er gesagt hat, dass er Verstopfung hat und er scheißt auf einmal in jedes Auto rein. Member haben andere Sitten, loyal, gerade, brutal, ficken, schafft, Umfang, andere. Wollen wir mal dein Video anschauen? Oh, sehr gerne. Och Mann. Warum sagst du eigentlich immer Bo, Bo, Bo? Also, in der Musiksprache nennt man das unkreativ. Ja. Der Songtext füllt so die Lücken zwischen meinem Bo, Bo, Bo. Damn! Maulina hat ihn einfach outplayed, Alter. Sie hat ihn einfach outplayed. Bo, Bo, Bo. Okay, es ist so geil, Alter. Bin ich ein G? Du bist safe ein G. Bin ich auch eine Ho? Du bist safe eine Ho. Oh, vielen Dank. Ich habe auch einen neuen. Der geht so. Ich habe mir in die Hose geschissen. Hast du deswegen einen braunen Schlafanzug an? Ja, nein. Ich wollte das auch gerade sagen. Wahrscheinlich hat er deswegen so ein komplettes braunes Outfit. Oh Mann, Moline, Alter. Was ist das teuerste, was du je gekauft hast? Ein sehr großer Po. Ja, okay, Digga. Ja. Hat dir damals was Verbotenes gemacht? Bo, bo, bo. Hast du eine Freundin? Bo, bo, bo. Was ist eigentlich aus? Warum? Bo, 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 bo. Was bedeutet denn? Ich hab mir in die Hose gehört. Das wissen wir. Junge, wir haben jede Frage einfach bum 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 bum. Ach Mann, ey, das mache ich jetzt auch immer. Wenn ich einfach eine Frage habe, die unangenehm ist, die mir gestellt wird, sage ich einfach bum 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 bum, fertig. Was kannst du eigentlich? Ich kann vor allem glitzern, ganz schön aussehen. Okay. Was ist mit Jackie Cola? Das ist auf keinen Fall gesund. Warum trinken das denn die Erwachsenen? Bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nein. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist, halt, wenn die abturnen wollen. Nein. Digga, wir haben es letzte Woche noch gesehen, das Interview von bei Joyce TV. Ach, legendär, Alter. Wie geil. Nein. Sorry. Sicher nicht. Nö. Was? Also, das finde ich jetzt gar nicht gut. Junge, es ist so gut gemacht. Es ist wirklich so gut gemacht. Richtig geil von meiner Mause mit dem Schnitten jetzt noch. Ich glaub,
wollen wir mal bei dir anfangen? Meine Freundin will Tierärztin werden. Was reimt sich darauf? Nicht viel deine Mutter. Oh. Sehr viele Schimpfwörter. Musst du dir abends deinen Mund mit Scheiße ausspülen? Auf eine Art und Weise schon, ja. Darf ich mal auf dein Konzert kommen? Nein, wahrscheinlich. Natürlich nicht. Ja. Wenn du auf mein Konzert kommst, gibt's Schläge. Ach, Mann. Ich bekomme 5 Taschengeld. Wie kann ich das schnell vermehren? Auf den Strich gehen. Ne, Kines? Befehl, dürfen Sie mich in den Kofferraum. Sneakers am Spielplatz gekillt. My Rolex Spaghetti. Die Rolex Spaghetti, Alter. Sehr, sehr wild. Ja, auf jeden Fall auch ein richtig, richtig nices Video von meiner Mosse. Aber was erwartet man? Ganz ehrlich, was erwartet man von meiner Mosse? Sehr, sehr geiles Video. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Lasst dann ein Like und ein Abonnement da. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich auch sehr über den Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich noch so reagieren soll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal rein. Ciao.